Lieber Herr Philipp, Nummer 1, beruflich viel Erfolg. Das wissen Sie, dass ich das schätze. Und die wissen auch, dass ich Ihren Sachverstand, wenn er denn mal da ist, schätze. Nur bei allem Respekt, und das will ich jetzt auch mal sagen, Sie erwarten Respekt von uns. Sie erwarten Respekt von uns, nachdem Sie uns 5 Jahre lang beschimpft, diffamiert als Antidemokraten. Herr Walter hat Herrn Holoch vorgeworfen, an der Rampe zu stehen. Sie haben jegliche Art von Respekt nicht verdient. Es tut mir leid. Wenn Sie Respekt haben wollen, müssen Sie sich diesen erarbeiten. Wir hatten am Anfang eine ganze Menge Respekt Ihnen gegenüber. Sie haben Ihren Respekt verspielt. Aber in der restlichen Redezeit zumindest will ich versuchen, auf diese Sache einzugehen. So, meine Herren, können Sie die Zwischenrufe bitte jetzt einstellen? Herr Abgeordneter Hünig hat hier vorne jetzt das Wort. Bitte sehr. Dankeschön. Herr Adler. Dankeschön. Herr Hünig, bitte. Also, grundsätzlich wäre der Abbau von Bürokratie wichtig. Auch der vorgeschlagene 55-Punkte-Plan des Bauernverbandes, okay, bitte dringend umsetzen, wenn Sie es ehrlich meinen würden. Aber wie immer in den letzten 5 Jahren, Sie reden mit dem Bauernverband. Ja, das ist wichtig, immerhin haben Sie einen Kreisgeschäftsführer des Bauernverbandes in Ihren Reihen. Aber, oder vielleicht genau deshalb, muss man auch sagen, die Landwirte, die auf der Straße sind oder waren, haben seit Mitte Januar, seit der unsäglichen Rede von Finanzminister Lindner und des Bauernverbands Vorsitzenden des Bundes nichts mehr mit dem Bauernverband zu tun. Sie reden also mit dem Falschen. An dieser Stelle, es bedanken sich ja eigentlich immer alle, einen Dank an all die Landwirte, die weiter für ihren Berufsstand auf die Straße gegangen sind und weitergehen werden. Aber lassen Sie uns miteinander ehrlich sein, Ihr Antrag, die Zukunft der Landwirtschaft, wird nicht, wie es im Titel heißt, durch weitere Maßnahmen zum Bürokratieabbau der Landwirtschaft stärken. Schließlich ist sein Resultat genau das Gegenteil. Den Landwirten bleibt immer weniger Zeit auf dem Feld und im Stall und damit immer weniger Zeit für die Produktion, weil sie dazu gezwungen sind, ihre Arbeitszeit mit unproduktiven Dokumentieren und Melden zu verbringen. Haben Sie ja auch sogar gesagt. Wenn Sie alle 55 Punkte des Bauernverbandes abschaffen, ist einiges getan, auch verbessert. Aber, und das muss auch hier gesagt werden, es ist eben nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dann kommt Ihr Klimaplan. Nachdem Sie das bürokratische Monster Klimaplan Brandenburg aus der Taufe gehoben haben, haben wir es jetzt auch schriftlich. Da steht auf Seite 61, dass die Maßnahmen des Klimaplans im Bereich Landwirtschaft mit der GAP zu verknüpfen sind. Und nun legen ausgerechnet Sie uns einen Antrag zum Bürokratieabbau vor. Wollen Sie Bürokratieabbau mit Regelungswut und Überwachungswahn bekämpfen, nach dem Motto, jetzt aber wirklich? Formulierungen Ihres Antrages wie, nun kommt es darauf an, den politischen Willen aller Beteiligten in einen strukturierten Prozess zu überführen, wirken wie Realsatire, schlimmer noch, wie eine Verhöhnung der Bauernproteste. Den Willen der Bauern, deren Höfe aufgrund ihres Kontrollwahns kurz vor der Abwicklung stehen, deren Willen hat doch von Ihnen niemand gehört. Es wird diesen in Ihrem Prozess auch nicht geholfen. Deshalb bleibt bei nüchterner Betrachtung der Fakten nur eine Ablehnung des Antrages für uns übrig, werte Kollegen. Eine Lösung für die Probleme in der Agrarpolitik wird es mit den Altparteien eben nicht geben. Das gibt es nur mit uns als AfD. Hoffen Sie, dass es die Landwirte bis zu den Wahlen denn nicht merken, dass sie zweigleisig fahren? Um Ihnen nach der Wahl zu erklären, ätschi-bätschi, der Klimaplan bindet leider alle Maßnahmen der GAP, können wir gar nichts für. Das werden Sie Ihnen dann erzählen. Die Bauern sind schlauer, als Sie denken, deshalb werden die Bauernproteste weitergehen, solange bis die Politik den grünen Irrweg verlassen hat. Ihr diesmal aber sicher bleibt so lange unglaubwürdig, solange Sie an der grünen Agrarpolitik festhalten, dem Sargnagel der brandenburgischen und deutschen Landwirtschaft. Wenn eines die letzten 5 Jahre gezeigt hat, dann nie wieder das Landwirtschaftsministerium in grüne Hände. Deshalb bieten wir Ihnen heute an, den ideologischen Irrweg zu beenden. Werte CDUler, werte Freie Wähler, bringen Sie den Mut auf und tun Sie etwas für die Landwirtschaft.
Beerdigen Sie den unseligen Klimaplan Brandenburg, indem Sie unserem Entschließungsantrag zustimmen. Dankeschön.